Was ist hier los? Wer hat die Tür zugemacht? Erich! Erich, wach auf! Findest du es angebracht, ausgerechnet hier zu schlafen? Was? Ja, ich war so müde. Worüber sprechen die? Du kannst nicht hier bleiben. Geh ins Bett. Nein, nein. Ich möchte bei meiner Tochter bleiben. Deine Tochter. Deine Tochter. Du hast noch eine Tochter. Die, die noch am Leben ist. Wovon redest du da, Irene? Julia ist tot. Was ist das denn für ein Gerede? Wie kannst du nur? Du solltest an Martha denken. Julia hat Martha wehgetan, das weißt du, oder? Und als wäre das nicht genug, hat sie sie auch noch allein gelassen. Die gleiche alte Geschichte. Alles ist immer Julias Schuld, nicht wahr? Sie ist schuld daran, dass Martha taub ist und du unfruchtbar bist. Glaubst du, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Julia ist tot, Irene. Tot! Jemand hat sie umgebracht. Ist dir das klar? Natürlich ist mir das klar. Hältst du mich für dumm? Keinem ist das klarer als mir. Sie hat immer nur Probleme gemacht. Es wäre besser gewesen, sie wäre gar nicht erst geboren worden. Du spinnst! Ich spinne? Ich? Also der Ton in dem Spiel ist so exzellent. Auch die Grafik richtig toll. Um mir zu schaden. Ja, dein Tod ist allein meine Schuld. Alles, was ich jemals für dich tun konnte, war dir weh zu tun, Julia. Mein armes, süßes, verrücktes Mädchen. Was mache ich nur ohne dich? Wie soll ich jetzt weiterleben? All die Zeit, die ich mit dir verpasst habe. Aber ich bin jetzt zu Hause. Wir können zusammen angeln gehen, Schmetterlinge fotografieren. Nein, nein. Wir können gar nichts mehr zusammen unternehmen, oder? Gar nichts. Während angloamerikanische Bombenangriffe weiterhin die friedlichen Städte im Elsertal verwüsten, haben wir von einigen tragischen Nachrichten aus der Nähe von La Romola gehört. Die junge Tochter des deutschen Wehrmachtgenerals Erich K. wurde in der Nähe ihres Hauses ermordet. Welche Motivation könnte sich hinter solch einer feigen Tat verbergen? Das hoffen die Carabinieri, die sich der Angelegenheit sofort angenommen haben, herauszufinden. Mutter schien nicht sonderlich unter der Situation zu leiden. Sie interessierte nur, wie schmerzhaft mein Tod für Martha war. Mich nicht mehr da zu haben, muss eine große Erleichterung für sie gewesen sein. Schließlich war es für alle besser, dass ich gestorben war. Und es war auch besser für mich, dass alle das dachten. Aber die Schuldgefühle begannen an mir zu nagen. Ich hatte furchtbare Albträume. Thank you.
Nix gewesen. Es war nur ein Traum. Ein schrecklicher Albtraum. Diese schreckliche Frau und das Gesicht meiner Schwester. Ich wünschte, das alles wäre nur ein Traum. Und meine Schwester würde in ihrem Bett schlafen. Stattdessen ist das hier die Wirklichkeit. Und ihr Bett ist leer. Das sind Martha und ich beim Patronatsfest. Das war erst vor ein paar Monaten. Und jetzt? Martha wollte ein Bild von mir für diesen Rahmen. Sie wollte, dass ich eine meiner Grimassen schneide, die sie immer zum Lachen gebracht haben. Grimassen, die sie nicht nachmachen konnte. Sie hat immer gesagt, das seien die Gesichter meiner Seele. Na, kann ein Foto die Seele einfangen? Kommt da jetzt ein Schreckmoment im Spiegel? Marthas Seele einfangen? Gruselige Märchengeschichten. Alles wirkt in letzter Zeit irgendwie gruselig. Dabei ist hier alles so schön und hell. Okay. Dies ist Marthas Schmuckkästchen. In ihm könnten Hinweise darauf sein, was passiert ist. Das heißt, wir müssen da erst einen Schlüssel für finden. Gehen wir mal an das Bild. Unser schönes Zuhause. Trotz allem bin ich lieber hier. Marthas Kleidung. Wenn ich sie trage, ist es, als wäre sie bei mir. Mama wird sich auch freuen, sie zu sehen. Oder ich könnte meine Kleidung aus dem anderen Kleiderschrank tragen. Das elegante Kleid? Nein, sonst kann ich mir wieder was von Mama anhören.
noch mehr gruselige Märchen. Ja. Ist auch heftig, dass mein Kinderzimmer Bilder von Märchen hängt, ist das eine, aber ey, solche Horrorbilder von den Märchen, das ist das andere. Es ist ungefähr 9:30. Es ist der 18. Juli. Mein Schmuckkästchen ist immer verschlossen. Ja, ihr ist auch. Oh nein, wenn Mama dieses Foto sieht, wird sie es sofort wegwerfen. Lapo und ich. Ich möchte ihn so bald wie möglich sehen, damit wir gemeinsam über Marthas Tod trauern können. Über Marthas Tod? Die Schmetterlingssammlung, die Papa für mich gemacht hat. Nanni kommt mich bald besuchen. Das ist Nanni, aka, okay. Ich glaube, hier oben. Nee, die Bilder noch. Das bin ich mit Nanni. Oder vielleicht war es auch Martha. Niemand kann sich daran erinnern. Ich bin bereits angezogen. Ich habe alles, was ich brauche, immer in meiner Tasche. Die Tasche und Tür geöffnet, ich finde sie. Der Schlüssel zu meinem Schmuckkästchen. So, bin ich jetzt Julia oder Martha? Das ist der falsche Schlüssel. Mhm. Ich brauche Ihren Schlüssel, wenn ich wissen will, was in Ihrem Schmuckkästchen ist. Mein Tagebuch. July 12, 1944. Das ist ein neues Tagebuch. Wir sind heute hergezogen und ich habe mein altes Zuhause vergessen. Aber das ist kein Problem. Ein neues Kapitel in meinem Leben, ein neues Tagebuch. Sie sagen, Sie haben uns zu unserer eigenen Sicherheit hergebracht. Papa, der Krieg und all die anderen Sachen. Sorry, ich muss kurz mal stoppen, Amina. Es ist seltsam, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Ich erinnere mich, dass Nanni mir oft das Märchen von der Frau vom See erzählt hat. Es ist eine der wenigen glücklichen Erinnerungen aus meiner Kindheit. Nanni ist leider nicht hier. Aber Martha ist da. Außerdem kann ich Lapo häufiger sehen. Das ist wunderbar. Er hängt hier immer herum.
Mama ist zum Glück zu sehr damit beschäftigt. 16. Juli 1904. 16. Juli 1900. Der Wald hat etwas Unheimliches an sich. Jedes Mal, wenn ich am See bin, habe ich ein seltsames Gefühl. Vielleicht ist es die Legende der weißen Frau, die mir Angst macht. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Erst spüre ich, dass jemand anwesend ist. Und dann habe ich das Gefühl, mir das nur einzubilden. Aber egal, ich will ein paar Aufnahmen machen. Ich habe keine Angst. Ich würde eher sagen, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe einige Dinge mit Martha ausgemacht. Sie kommt morgen mit mir an den See, um zwei neue Kameras mit Timern aufzustellen. Dann wollen wir sehen, was wir damit fotografieren. Natürlich erst nach einer kleinen Schwimmrunde. Um ehrlich zu sein, mag Martha Fotografie nicht so sehr. Und seit kurzem geht sie auch nicht mehr schwimmen. Aber sie verbringt gerne Zeit mit mir und ärgert mich. Wenn ihr dann langweilig wird, verschwindet sie in ihren Büchern und ich mache mein eigenes Ding. Es fühlt sich einfach richtig an, wenn wir zusammen sind. Okay. Aber ich bin mir unsicher, ob wir sie den ganzen Tag schlafen lassen sollten. Was meinst du? Was hast du gesagt? Ist gut, ich werde sie nicht aufwecken. Ich schalte nur ihr Licht an. Dann weiß sie wenigstens, wenn sie aufwacht, dass sie fürs Frühstück nach unten kommen muss. Sie denken wirklich, ich sei Martha und könne sie nicht hören. Ich muss aufpassen, dass ich nicht rede. Sonst bekomme ich ernsthafte Schwierigkeiten. Ja, allerdings. So, wollen wir noch einmal einen Blick rund werfen? Okay. Bett. Nee, muss auch noch was anderes sein. Mein Kleid, das Martha getragen hat, als sie... Also. Quietscheentchen müssen wir noch gucken, oder? Spielentchen. Ich habe noch immer die Bücher und Spiele aus meiner Kindheit. Ich mag sie. B. Ach so, die Karte. Ja. Okay, Album. Okay, Protokoll. Ja. Ziele. Ich muss eins meiner Fotos in diesen leeren Rahmen einsetzen. Ich habe Martha immer gesagt, dass ich es tun würde, aber ich habe es nie getan. Das hätte ihr so gut gefallen. Anforderung, die Kamera. Okay, ja, die Kamera, das war mir eh klar. Ich habe meine Kamera immer gern dabei, wenn man es am wenigsten erwartet. Bietet sich die Gelegenheit für die perfekte Aufnahme. Sind wir hier erstmal fertig, sage ich mal so. Stopp. Wie schön der Schnee ist. Leider schneit es ja nicht allzu oft. Die Tür ist verschlossen, aber vielleicht ist hier noch was drumherum. Nein. Haben wir hier noch Bilder? Papa liebt diese Drucke von Florenz. Ich finde sie etwas traurig. Puh.
In unserem Haus mangelt es nicht an Bildern. Mama malt leidenschaftlich gerne. Abgeschlossen. Seltsam. Warum haben Sie mein Zimmer abgeschlossen? Na, hier komme ich ja her. Das Familienwappen von Mama. Marthas Frühstück ist fertig. Wir können gehen. Okay, ja. Es wird langsam spät. Hast du die Zeitung für Martha dagelassen? Du weißt, wie gerne sie die liest. Ja, Irene. Sie liegt dort auf dem Tisch. Und die Kamera? Lässt du sie dort liegen? Ja, Irene. Kannst du sie noch ein paar Tage dort lassen? Macht es dir was aus? Sie war für Julia. Ich werde sie bald weglegen, versprochen. Nur der Gedanke macht mich so traurig. Die Kamera dort zu sehen, ist als ob... Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Na gut, aber lass uns jetzt gehen. Wir haben zu viel zu tun. Wir können nicht den ganzen Tag hierbleiben und plaudern. Aber Mutter hat recht. Martha liest immer alles. Ich bin es, die jetzt stattdessen die Zeitung lesen wird. Sie werden den ganzen Tag unterwegs sein. Die Beerdigung vorzubereiten wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Und der Krieg macht alles noch viel komplizierter. In den nächsten Tagen werde ich sie wenig bis gar nicht zu Gesicht bekommen.